Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. An diesem schönen Freitag habe ich euch mal wieder ein Vintage-Set mitgebracht aus dem Jahre 1985. Die 6370, das Wochenendhäuschen mit 167 Teilen und 2 Minifiguren. Ich habe im ersten Moment überlegt, ob dieses Set nicht eigentlich viel zu klein ist, um das hier auf dem Kanal vorzustellen, weil es wirklich nicht viel Teile hat. Dann haben wir es einfach mal zusammengebaut, haben uns die Teile angesehen und haben dann etwas recherchiert und festgestellt, okay, das müssen wir euch doch zeigen, obwohl es ein sehr, sehr kleines Set ist. Denn es gibt zu diesem Set einiges zu sagen und vorneweg vor allen Dingen die Besonderheit, dass dieses Set nicht allzu häufig verfügbar ist. Auf Bricklink steht es gerade mal 8 Mal zurzeit, davon liefern nur 7 Händler nach Deutschland. Und der Preis ist extrem hoch. Bei 167 Teilen kommt dieses Set auf einen Wert von Minimum 60 Euro, wenn ihr es vollständig haben wollt. Das ist ein ordentlicher Liebhaberpreis. Hier sind wir wirklich weit entfernt von dem, was der tatsächliche Steinewert wäre, sondern wir sind wirklich an dem Punkt Liebhaber und Sammler. Und das Besondere an dem Set hier, das ich vor mir stehen habe, ist, dass es in einem exorbitant guten Zustand ist. Wir haben hier nur minimalste kleine Spuren davon, dass in diesem Set irgendwann mal gespielt wurde. Und das sind im Wesentlichen 2 ganz kleine Kratzer auf der Baseplate. Und allein dieser hervorragende Zustand ist es wert, dass wir euch das Set hier auch zeigen. Und wir fangen an, da ich leider keine Verpackung habe, bei der Anleitung. Und mit der Anleitung geht es mit dem hervorragenden Zustand schon los. Diese Anleitung ist gelocht und wurde abgeheftet in einem Ordner aufbewahrt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, zwar haben die Anleitungen dann Löcher, aber in der Regel sind gelochte Anleitungen in einem deutlich besseren Zustand. Die Anleitung ist noch in der Art, dass hier nicht angezeigt werden, welche Teile verbaut werden. Es gibt auch keine Pfeile oder sonstiges, sondern man muss wirklich genau hingucken, was hier verbaut wird. Und das ist auch der Reiz dieser Anleitung. Denn in gerade mal 15 Bauschritten kann man sich hier schnell ausrechnen, dass mehr als 10 Teile pro Bauschritt verbaut werden müssen. Und das ist ziemlich gut. Und das funktioniert hervorragend, denn trotz alledem ist diese Anleitung sehr übersichtlich und genau wie das Set in sehr gutem Zustand, trotz Lochen. Kommen wir zu den Minifiguren. Es gibt genau 2 Minifiguren dabei, die sind sehr, sehr typisch für die Zeit. Die haben gestreifte Oberhemden, bedingt durch die Frisur, die von Lego auch als Female klassifiziert ist, soll die Figur mit den roten Haaren weiblich sein, die Figur mit den schwarzen Haaren männlich. Das bleibt aber auch problemlos der Interpretation überlassen, ob das dem wirklich so ist. Ansonsten sind die Figuren noch nicht viel Besonderes. Sie sind auf der Rückseite nicht bedruckt. Das ist sehr typisch für diese Zeit. Auch haben sie nur den Standardkopf. Hier sind noch keine größeren Varianten drin. Auch die Figuren hier sind sehr, sehr gut erhalten. Hier haben wir gar keine Risse irgendwo in den Armen oder in den Torsi. Super Erhaltungszustand. Kommen wir einmal zum Häuschen. Und dieses Häuschen ist deshalb interessant, weil es eine Inneneinrichtung hat und auf der Rückseite offen ist. Ich hatte euch die Häuschen aus den 70er Jahren gezeigt. Da hatten wir das schon, dass die Häuser zwar komplett waren, aber innen keine Inneneinrichtung da war und sie somit innen auch nicht bespielbar waren, denn sie waren auch nicht zum Auseinandernehmen gemacht. Das hat Lego hier anders gelöst. Und zwar haben sie schlicht und ergreifend die Rückwände weggelassen und haben somit das Haus bespielbar gemacht. Das ist in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Vor allen Dingen, da sich dieses Set eben auch an Kinder richtet, die mit dem Set spielen sollen. Wir haben hier in diesem Bereich eine Küche, die mit Hilfe eines Aufklebers und kleinen Details schon ganz gut angedeutet ist. Wir haben einen kleinen Aufenthaltsbereich hier oben nochmal und ein kleines Bett. Nichts Wildes, einfach eine Plate, auf dem eine Fliese ist, die uns das Kopfkissen andeuten soll. Nichts Besonderes. Die Fenster sind klappbar und auf den Fenstern, auf dem Herd und im Wohnbereich
kleben Sticker. Und hier muss ich sagen, hier ist auch also die größte Kritik, die ich an diesem Set habe. Denn der Sticker, der hier entweder ein Bild oder ein Fernseher sein soll, klebt über mehrere Teile. Und sobald man diese Teile separieren möchte, zerstört man den Aufkleber. Das ist extrem blöd. Deshalb, wenn wir dieses Set hier auseinanderbauen, um es zu verpacken, damit wir es verkaufen können, werden wir auch dieses Steinsegment hier zusammenlassen, damit wir den Sticker nicht kaputt machen. Aber nichtsdestotrotz sind die Sticker hier in einem hervorragenden Erhaltungszustand. Das hat man wirklich richtig, richtig selten in Gebrauchtkonvoluten und wir waren hiervon auch sehr überrascht. Und selbst die Scheiben hier haben nur ganz, ganz minimale Kratzer. So die typischen Lagerspuren von wegen Lagen in der Steinekiste und es wurde mal lose drin rumgewühlt. Aber auch nicht oft, denn die Spuren sind wirklich minimal. Solltet ihr dieses Set einmal irgendwo gebraucht sehen, auf dem Flohmarkt oder so ähnlich, achtet darauf, dass diese Tür mit dabei ist. Denn diese Tür ist in ihrer Art und Weise nicht ganz so häufig und wenn man die kaufen möchte in einem halbwegs akzeptablen Zustand, geht die bei 6 € los über Bricklink. Das ist schon eine Sache, auf die man auch ganz gut achten sollte. Bei diesem Fenster hier hinten sind kleine Vorsprünge drin, um Fensterläden einzubauen. Diese Vorsprünge brechen sehr, sehr gerne weg. Das heißt, auch wenn ihr dieses Set wieder gebraucht kaufen solltet, achtet darauf, dass diese Vorsprünge noch da sind. Das Teil selbst ist nicht sehr teuer, aber dadurch, dass es weiß ist und ein relativ altes Teil in der Form, ist es so, dass man schon auch etwas mehr dafür bezahlen muss. Das ist noch kein hoher Bereich. Die gehen bei ungefähr 50 bis 60 Cent in einem guten Zustand. Wohlbemerkt, ne? Guter Zustand los. So dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass es eben nicht total vergilbt ist oder dass hier diese Ecken weggebrochen sind. Denn auch bei Bricklink stehen häufig Angebote mit weggebrochenen Ecken von diesen Fenstern. Daher lieber zweimal gucken, bevor ihr euch hinterher ärgert. Auch sehr schön finde ich auf dieser Seite hier diesen Durchgang gemacht, diesen kleinen Torbogen zwischen Wohnbereich und Schlafbereich. Natürlich ist es so, dass hier dadurch, dass die Rückwand fehlt und aufgrund des kleinen Maßstabes gibt es keine Treppe, wie die Figuren nach oben oder nach unten kommen würden. Das ist aber auch gar nicht nötig, schon gar nicht in einem Spielset. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass dieses Set ein Fahrrad mit dabei hat und dass es im Außenbereich gestaltet ist. Das ist ja auch schon ab und an eine Kritik von mir gewesen, dass der Außenbereich recht lieblos ist. Das ist hier nicht der Fall, obwohl sehr wenig Steine verbaut wurden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier Pflanzen verbaut wurden. Hier gibt es allein 4 Blumen, einen Baum und wir haben eine kleine Laterne, die mit sehr, sehr einfachen Steinen gemacht ist. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Das finde ich hervorragend. Was jetzt eine Kritik in Anführungsstrichen und Nörgeln auf sehr hohem Niveau ist, ist, dass hier innen drin nicht noch mit Fliesen gearbeitet wurde, so dass der Fußboden im Haus grasgrün ist. Das ist aber wirklich Meckern auf einem hohen Niveau. Das ist in dem Fall wirklich nicht schlimm. Was mir im Außenbereich auch sehr gut gefällt, ist, dass wir hier einen Grill haben. Den finde ich echt schön angedeutet und das gefällt mir. Das ist ein rundum lebendes Set und lebend deshalb, weil das eben häufig bei den kleinen Häusern auch nicht unbedingt so ist. Schon allein, dass das hier bespielbar ist, dass es trotzdem sehr, sehr stabil ist und dass es trotzdem lebt, weil viele kleine Dinge drin sind. Da steht mal eine Kaffeetasse mit dabei, dann steht ein Becher mit dabei, im Küchenbereich steht eine Pfanne rum. Das macht das Ganze sehr lebendig und lädt damit auch zum Spielen ein. Und das ist etwas, was mich sehr freut an diesem Set. Und deshalb ist es, obwohl es nicht viele Teile hat und eher klein ist, sowohl vom Gewicht als auch von den Maßen her, dafür aber einen exorbitant hohen Preis hat, hier trotzdem ein Video wert gewesen. Und jetzt meine Frage an euch. Wer von euch hatte denn dieses Set? Ich meine, dieses Set ist ein ganz klein wenig älter als ich. Ich hatte es als Kind nicht und freue mich jetzt als Erwachsener darüber, dass wir es mal zusammenbauen durften und ich es mir mal angucken kann. Habt ihr schöne Erfahrungen mit gehabt? Hat vielleicht der ein oder andere von euch dieses Set als allererstes Set gehabt? Habt ihr damit gespielt? Was habt ihr für Abenteuer erlebt? Lasst es mich gerne einmal wissen. Und falls ihr das Set haben wollt, dann schaut doch einfach mal in unserem Bricklink-Shop vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf eBay Kleinanzeigen werde ich das Set auch einstellen.
Und dann könnt ihr es bei uns kaufen, wenn ihr Interesse dazu habt. Und ansonsten wünschen wir euch ein ganz wundervolles Wochenende. Macht etwas Schönes, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Habt einfach eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video.